Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Merida, Legende der Highlands. Ja, wo geht's denn hier lang? Wir sind hier unterwegs in den Sümpfen und sind immer noch dabei, den Wald zu reinigen, damit unsere Mutter wieder zurückverwandelt wird. Huch. Und da die nächsten Skills, die wir brauchen, wie ihr gesehen habt, im letzten Part ziemlich, ziemlich teuer sind, sparen wir jetzt natürlich auch fleißig und nehmen alles an Münzen mit, was nicht bei 3 auf den Bäume ist. Und hier brauchen wir Feuer. Zack, zerab. Da müssen wir wahrscheinlich hoch. Okay, da brauchen wir Wind. Das machen wir jetzt auch noch. Okay, da ist drüben Schalter. Da drücken wir mal drauf auf den Schalter hier. Ah, da geht die für die Truhe auf, die Tür. Dann gucken wir mal, was da drin ist in der Truhe. Geld mitnehmen. Ein Wandteppich. Alles klar. Okay. Jetzt müssen wir da hoch, vermute ich mal. Ne, woanders geht's ja nicht lang. Zap, zarab, zarab. Ach so, ja, okay. Aber wir gucken jetzt hier erst noch. Bevor wir da weiter nach rechts gehen, gucken wir jetzt erstmal links, ob hier noch irgendwas zu erwischen ist. Außer, ja, guck mal, hier ist so eine komische Stinkepflanze, ne? Die können wir ja mal kaputt schießen. So, was gibt's denn dann da oben? Zack, zack, zack. Na, das ist aber ganz schön hoch hier. Okay. Ja, an die Münzen zu kommen wird auch immer schwieriger, ne? Sonst standen die am Wegesrand rum. Jetzt sind die hier schon richtig immer ein bisschen versteckt und so. Hoppala, aber macht nichts. Ich bin ja sowieso so ein kleiner... Ich bin ja sowieso so ein kleiner Erkunder und Sucher und so. Nee, ich wollte runter, Merida. So. Da macht mir das natürlich nicht viel aus. Ich finde es auch sehr nett, dass man das in so einem... Ja, also es ist natürlich... Ist natürlich schon sehr, ich sag mal, linear und man hat so seinen Weg, ne, den man hier gehen muss. Aber ich finde das nett, wenn es dann immer noch so kleine Nebenwege gibt, die man entlang laufen kann. Ah, was springe ich denn da immer vorbei? Habe ich einen Knick in der Optik oder was? Man weiß es nicht. Könnte was sein. So. Jetzt aber. Oh. Du solltest doch nur da hoch. Okay. Na. Alles klar. Und ja, so ist besser. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier auch nochmal Münzen. Aber hier geht es gar nicht weiter. Ne? Hier kommen wir nicht hoch. Okay, da muss das unten irgendwo lang gehen. Ja, da kann ich doch aber auch nicht lang wandern, oder wie? Kann ich da raufspringen? Nee, da geht es auch gar nicht lang. Okay. Ach, da geht's lang. Na, guck an. Na, da waren wir doch schon. Oder nicht? Wo müssen wir denn lang? Na, das ist ja verrückt. Ah, geht's da durch die Höhle weiter? Okay. Dann geht's hier vielleicht durch. Durch den Gang hier. Dass das ein Gang ist. Nee, da geht's auch nicht weiter. Hier drüben ging's ja auch nicht weiter, ne? Nee, da ist nur die... Da ist nur der Schalter gewesen. Ah, das ist ja merkwürdig. Also da irgendwo muss es links weitergehen. Alles klar, da gucken wir mal. Da huschen wir mal weiter nach links. Ach, da geht's einfach runter. Ja, sag mir das doch. Sag mir das doch einer, dann mache ich das doch auch. Da hier schon wieder lila ist, werden jetzt hier wahrscheinlich wieder Gegner auf uns zukommen. Oh, 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 oh. Ja, kommen sie. Okay, diese ollen Wölfe. Das sind natürlich schon ein paar viele. Brauchte man für die noch gar kein Element, wa? Anscheinend. Okay. Alles klar. Ja, macht ja nichts. Ich, okay, macht nichts. Eine Serie. Oh Gott, guckt euch meine Serie an. Ich sag's euch ja. Oh. Das sind aber ganz schön viele. Das ist aber echt ein bisschen ungemütlich hier. Okay. So. Ah, jetzt hier da diese... Ah, diese kleinen Viecher sind natürlich schon nervig. So. Die fallen zwar relativ schnell um, aber die verlangsamen einen. Und die, wenn die einen erwischen, dann hat man leider Gottes auch echt das Problem, dass man... Obala.
dass man da seine Münzen verliert. Und genau die sind natürlich schon wichtig, ne? Also das muss man schon sagen hier, dass die Kleinen nochmal kaputt machen. Die Wölfe, die fallen ja eh nebenbei um, da ist das nicht so schlimm. Das Feuerding, ja, dann hauen wir den jetzt erst um. Der rennt wenigstens nicht so blöd in der Gegend rum hier. So. So. Puh. Na, was eine Katastrophe. Hier jetzt lang. Ging es da auch irgendwo lang? Nee, das sah nur so aus. Okay, ja, gut, dann durch den Gang, würde ich sagen. Durch den Gang. Hindurch. Tralala. Da ist noch Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Okay. Dann kommt her hier. Münzen. So. Ja, an die Pflanzen darf man nicht zu nah. Oh, Wildschweine. Wildschwein, Wildschwein. Okay. Ich musste nur das passende Element mal aussuchen hier. So. Dann hau ich die schon alle auch platt, ne? Aber da brauchte ich das richtige Element hier. So. Wo kommen die denn her? Was ist denn da los? Ja, ich schieße hier alles kaputt, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. So. Okay. Was haben wir hier denn jetzt? Das sieht wieder aus wie irgendwelche so eine Stacheln. Okay. Noch mehr Sümpfe? Ja. Noch mehr Sümpfe, Merida. Da kann man auch nichts machen. So, okay. Alles klar. So. Alles klar. Ja, sehr gut. Das hätten wir geschafft. So, jetzt müssen wir da noch rüber. Dann schauen wir mal. Na. Also, das ist auch wirklich nett gemacht, so mit den kleinen Zwischengegnern, die hier in den Leveln sind, finde ich. Und dann der Endgegner ist ja doch immer, ja, ein bisschen was zu tüfteln auf jeden Fall. Finde ich ganz cool. So. Oh, 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 oh. Ja, Gott sei Dank keine Gegner, sondern nur irgendwelche Raben, die wegfliegen. Na, da kann ich ja mit um. So, da kommen wir wieder nicht durch, vermutlich. So ganz normal. Da werden uns unsere Brüderchen wahrscheinlich wieder helfen müssen. Okay. Die sind so niedlich. Zack. Oh, was müssen die denn jetzt machen? So, da sind sie. Alles klar. Was passiert denn, wenn wir den Schalter bewegen? Okay. Und was passiert denn, wenn wir hier drücken? Ach so, da können wir dann... Aha, okay. Und der muss wahrscheinlich da drüben den aktivieren. Okay, pass mal auf. So, dann aktivier das mal. Oh nein, das war falsch. Das war auch nicht der Plan. So, pass auf. Du musst hier... So. Das müssen die nacheinander machen. Okay, ja, dann aktivieren wir nochmal. Alles klar. Okay, ich glaube, ich hab's geschnackelt. Jetzt müssen wir den grünen machen. Pass mal auf. So, das ist das hier. Dann aktivier mal. Da dürfte mir jetzt ja auf dem blau-roten nichts passieren. Sehr gut. So, und jetzt können wir den roten. Dann dürfte das doch gehen, ne? Der müsste doch jetzt umklappen. Ja, perfekt. Jawohl. Schön, schön. Okay. Dann kann auch Merida weiter wandern. Süße Idee. Sehr süß. Ja, auch wenn das nicht so süß aussieht.
Okay, aber egal. Wir sammeln jetzt hier die Münzen wieder ein, bevor wir uns da in das Gebäude reinstürzen. Und da wahrscheinlich wieder auf haufenweise irgendwelche fiesen Viecher treffen, die immer ganz herzlos und gemein sind und uns nur ärgern. Guck mal, hier ist noch eine Pflanze. Zack. Nehmen wir auch mit. Wir nehmen alles mit. 1800. Ich glaube, da können wir das nächste Mal die Verbesserung kaufen. Beim nächsten Laden. Oh, okay. Ja, okay. Die Wölfe sind wenig beeindruckend. Okay. Aber das werden wahrscheinlich nicht die einzigen bleiben, die uns hier jetzt entgegenkommen, vermute ich mal. Ja, und da haben wir schon den ersten, wo wir ein bisschen gucken müssen, was wir nehmen. Oh, und wir haben auch Erddinger wieder. Jetzt, okay. Ja, und Feuer. Also das mit dem Switchen der Elemente, wenn ich mir überlege, ich würde das mit Tastatur spielen, würde ich wahrscheinlich ja dann nicht kriegen, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber mit Control Pad, Gott sei Dank, geht es einigermaßen. Da ist das schon okay. Könnte schlimmer sein. Okay. Da sind aber noch viele hier. Die habe ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Okay. Oh, jetzt brauchen wir Eis auch noch. Jetzt wird es aber langsam wirklich ein bisschen hoch. Okay. Großen brauchen wir Eis. Machen wir kaputt. Ja, komm her hier. Alles klar. Oh, da flitzt noch so ein... Guck mal, einer so ein kleiner flitzt hier noch so frech rum. Ja, wie soll ich den denn treffen? Der ist zu schnell. So, jetzt aber. Okay. Puh. Alles klar. Laden. Sehr schön. Gucken wir mal, ob wir das jetzt nehmen können hier. So, Eisangriff wollte ich ausbauen. Ja. Das ist der Bogen meiner Träume. Ja, ist der Bogen deiner Träume. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Träume. So. Und weiter geht's. Also das wird wohl bedeuten, wir werden jetzt öfter hier mit den Elementen switchen müssen in den Kämpfen. Also ich vermute das auf jeden Fall mal. Na, guck mal, da kommt uns jetzt so eine Mummel. Hier kann man da eigentlich drauf schießen? Nö. Okay, da muss man... Ah. Aua. Okay. Alles klar. Obala. Ja, nett. Okay. Alles klar. Also ich finde auch eigentlich... Also ich finde auch so die... Ja, so von der Grafik her ist das Spiel auf alle Fälle auch echt ganz nett. Gefällt mir ganz gut. Ich finde manchmal die Texturen immer so ein bisschen matschig. Aber ja gut, so ist das Leben, ne? Man kann nicht alles haben. So. Okay. Oh. Ich weiß nicht, ob ich über diese Brücke möchte. Ich möchte diese Blume erst kaputt machen. Okay. Dann mal los. Das gefällt mir hier aber gar nicht. Ja, okay. Komm her hier, du Mistvieh. Ja, doch, du kannst dich bewegen. Du, alles ist gut. Ja, ihr könntet mal eine Flasche fallen lassen. Das fände ich sehr erfreulich. So. Na, jetzt haben wir doch die Brücke gleich. Sag ja, ich will die Brücke nicht überqueren. Die sieht irgendwie nicht so gut aus. So, okay. Alles klar, jetzt ist da schon wieder das nächste dunkeltieflila. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Wald. Wald und Feuer sehe ich. Oh, und Eis. Und... Okay, erst die Wildsäue. Erst die Wildsäue. Die sind mit am nervigsten. Dann werden wir uns hier die mal kaputt machen. Okay. Ah, Wildsau. Ich muss da hinten das Tor kaputt machen. Das ist ein Eistor. Okay, das machen wir als erstes kaputt. Da kommen die ja immer wieder raus. So. Damit hätten wir die nämlich weg. So, jetzt machen wir die kleinen. Ja. Genau, ihr macht mir meine Münzen wegnehmen. Das ist unhöflich. Das finde ich nicht nett. So. Du flitzt doch nicht so. Ja, wurro. So. Ja, Feuer. Ich
wollte eigentlich gucken, hier kann ich das Baumding dann nicht auch kaputt machen. Ach so, nee, da ist der letzte schon raus. Das wäre auch so ein Portal gewesen. Okay. Alles klar. So, und nun? Ah. Ah, schön. Ja, und dann können wir schon zum Steinkreis zurückkehren. Sehr cool. Also, wenn das jetzt da der Endkampf war, ging das doch relativ einfach im Vergleich zu dem davor, finde ich. Ja, jetzt haben wir noch 3 Level vor uns. Tatsächlich haben wir hier jetzt alles gesammelt auch. Ja, haben wir alles bekommen. Gut, und ich würde aber sagen, in der Finsterklamm, oh, wo es wieder eine neue Klamotte gibt, juhu, machen wir dann im nächsten Part weiter. Ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen, sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.